Die Chorakademie der Johannes Gutenberg Universität gehört zum Collegium Musicum und bietet Studierenden unserer Universität die Möglichkeit, neben ihren normalen Studiengängen sich ganz intensiv mit Musik, mit dem Singen zu befassen. Sie bekommen bei uns Gesangsunterricht, Theorieunterricht, werden betreut in kleinen Ensembles, in kleinen Chören bis hin zum großen Unichor, in dem sie mitsingen. Und insofern haben wir hier eine große Bandbreite an musikalischen Tätigkeiten, die den Studierenden offenstehen. An der JGU studiere ich vergleichende Literaturwissenschaft. Also ich würde sagen, dass Singen oder Musik allgemein ein sehr großer Teil ist von meinem Leben an der Universität. Ich habe das zweite Semester Humanmedizin abgeschlossen und bin jetzt dementsprechend seit einem Jahr hier in Mainz an der JGU. Und das ist ein sehr zeitaufwendiges Studium und da ist es wirklich ganz schön, die Musik zu haben als Ausgleich. Ich komme aus Hannover und da gibt es den Knabenchor Hannover. Meine beiden älteren Brüder waren halt beide auch schon in diesem Chor. Ich habe das halt mal mitbekommen von den Konzertreisen, den großen Konzerten und wollte halt auch unbedingt singen. Dann habe ich mit 7 im Knabenchor angefangen und so bin ich dann zum Singen gekommen. Im Gesangsunterricht konzentrieren sich die Dozenten auf Stimmbildung, auf Ensemblegesang, auf gegenseitiges Zuhören, auf Blattlesen. Das sind alles Dinge, die den Spaß eben am gemeinsamen Singen fördern, wenn diese Kompetenzen bei den Studierenden weiter ausgeprägt werden. Den Abschluss eines jeden Semesters bildet das sogenannte Open Stage Konzert, ein bunter Abend, bei dem sich die Studierenden entweder solistisch oder in kleineren Ensembles zusammenschließen und dann auf der Bühne das präsentieren, was sie mit ihren Dozentinnen und Dozenten das Semester über gearbeitet haben. Für mich ist es ganz besonders berührend, wenn ich sehe, wie viel Zeit die Studierenden eben in diese Weiterbildung investieren. Das sind viele Stunden in der Woche, die sie eben in den Gesangsunterrichten, in den Theoriekursen, in den Ensembles verbringen und mit einem unglaublichen Elan und einer Begeisterung dabei sind, die sich in den Proben und dem gemeinsamen Musizieren niederschlägt. Also Musik war schon immer ein sehr großer Bestandteil von meinem Leben und deswegen war das auch für mich bei der Wahl meines Studienortes sehr wichtig. Deswegen habe ich mir sehr genau angeguckt, an welchen Universitäten man viel mit Musik machen kann und es ein breites musikalisches Angebot gibt. Beim Tag der offenen Tür habe ich dann davon erfahren, also dass es hier die Chorakademie gibt, wo man auch Gesangsunterricht nehmen kann. Das war für mich eigentlich dann relativ einfach die Entscheidung, dass ich an die Uni Mainz gehe zum Studieren. Oh,